Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin, wusste ich auch nicht. Mit einem heißen Blitz. Mit einem heißen Blitz, Freunde. Ja, hier sind wir ja wieder, beziehungsweise haben wir ja aufgehört. Hier haben wir ja, ich rieche Triss noch. Hier haben wir ja mit Triss rumgevögelt. Ja, also hier darfst du weder Höhenangst haben, noch Angst vom Feuer. Wobei, ich glaube, ihr Element scheint ja eh Feuer zu sein. Ja. Im schlimmsten Fall verbrennt man sich halt, ne? Ich will jetzt hier runter, dankeschön. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ja? Die Höhen hier, also der Geralt, der kann Schläge einstecken wie sonst was, ja? Aber wenn der einmal irgendwie einen Zentimeter zu hoch fällt oder zu tief fällt, ja, dann... Oh, ich habe keine Schuhe an? Moment. Ich habe mehrere Sachen nicht an. What the fuck? Habe ich die nicht angezogen gehabt oder war der Sex mit Triss einfach so heftig schuhausziehend? Oder zieht mir ja die Socken aus, du, oder irgendwie so. Hier habe ich auch schon ausgewechselt. Das hat man letztes Mal noch gefunden. Ich muss auch dringend wieder verkaufen gehen. Okay. Okay, sollte passen. Wobei, hab ich... Mir ist übrigens aufgefallen, beim Rewatchen, ja, beim Rewatchen von meinem Stream, zurechtschneiden, dass ich das immer generell gar nicht sehe, du, zumindest nur ein Teil davon, ne? Das ist ein bisschen doof. Was willst du machen? Das Thema ist, man könnte rein theoretisch Game und Kamera splitten, aber nicht im Livestream. In der Aufnahme ja, im Stream nicht. Und da ich ja beides simultan mache, also jetzt gerade, wo wir hier fröhlich unter uns sind beim Streaming, nehme ich auch gleichzeitig auf. Ja, das heißt, ich kann das einfach per se nicht splitten. Also hätte ich jetzt an so einer Stelle gesagt, okay, mal kurz einmal Kamera ausblenden. Aber nee. Wobei, ich könnte die wirklich einmal kurz ausblenden, dann könnt ihr es... Oh, wow, okay. Das ist vielleicht... Okay. Wir lassen das, Freunde. Ja, wir lassen das. Das ist ein gutes Spiel. Falls ihr wissen wollt, was dahinter ist, holt euch das Spiel. Ja, aber effektiv ist das nur so ein Fähigkeitenbaum, wo man so ein bisschen skillen kann. Gut. Gut. Ich muss weiter nach unten. Let's do it then. Oh. Man kann ja nicht irgendwie richtig cool da runterrutschen. Ich glaube, bei Assassin's Creed konnte er auch eigentlich immer so heftig runterrutschen. Oh Gott, ich muss hier kurz ein bisschen aufpassen. So, wir müssen aber jetzt Richtung Skellige. Und hier haben wir Gott sei Dank einen Schnellreisepunkt. Ach, sweet. Let's do it then. So, wir müssen jetzt, Moment. Hatte ich nicht? Okay, nehmen wir den. Ich glaube, der ist schneller. Platz der Hierarchen und dann mal kurz einmal rüber. Ich muss ja noch einen Captain überreden, der mich mitnimmt. Ja, ich habe gerade ein bisschen Hunger, ne? Ein Apfel hat nicht ausgereicht. Was habt ihr jetzt eigentlich gesagt, was ihr gegessen habt? Egal. Kurz was trinken. Dann weiß der Magen schon nicht, ob er hungrig ist. In großer Höhe Sex. Hat ein bisschen was von Game of Thrones. Lannister, yes. Heutzutage reicht schon ein Hinweis, ein Wort und man landet auf dem Scheiterhaufen. Tja, dann lief halt kein Hinweis und schweige. Weißt du mal Bescheid. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass die Welthauptstadt wird sie genannt. Schwere aber welche Rolle Sinn. Spielt das, wenn Aberglaube und... Okay. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Waren anzubieten habe. Nur ein einziger Humpen? Ja, das war aber schon mal ein Riesenhumpen. Warte mal, kann ich jetzt hier rein? Ich glaube, ich habe mich bepinnt. Es ist ja ekelhaft. Anderling, nicht wahr? Hallo. Deinesgleichen findest du hinterlässt. Grüße. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Mensch. Top Secret. Hast genug Geld? 1000?
Ist das jetzt Verhandlungsbasis oder... Ich kann nicht mehr verhandeln. Warum kann ich meine Jedi-Tricks nicht bei ihm anwenden? Der ist betrunken, das dürfte doch leichter fallen. Verfolgst du eigentlich nur die Hauptquest? Yes. Yes. Da wir noch ganz, ganz viele andere Sachen auf der Agenda haben, kann ich das leider nur machen. Ja, weil ich ja höre, dass manche da 3000 Stunden oder so oder 5000 Stunden in Witcher haben. Das werden wir im Stream nicht schaffen. Ja. Reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Jetzt. Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Clever. Bereit zum Ablegen? Ei, ei, Captain. Alter, Tausende. Das tat jetzt schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ganz bisschen. Los. Erst müssen wir was trinken. Oh. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Reicht jetzt ein Drink oder müssen wir jetzt dreimal anstoßen? Leinen los! Oh, schön, wieder Sonnenuntergang. Auf geht's, Freunde. Das kann nur bedeuten, dass er gerade nackig macht, oder? Ansonsten legt er seine Schwerter nicht weg. Ah, I see. Erstmal ein bisschen pennen. Weiter. Was? Bannader Brustpanzer. Was ist denn jetzt wieder los? Ich dachte, ich kann jetzt hier so schön darüber schippern. Und was ist jetzt hier los? What's poppin', guys? What's poppin'? Ach, Piraten. Hier, brennende Runde. Mal echte Schwächlinge, ne? Guck mal. Aber gut, davor wurden wir ja auch schon gewarnt, dass wir hier ständig überfallen... Oh, Uncut. Ständig überfallen werden, ne? Alter, Freunde. Macht mal hier keinen Mobbingkreis, was ist denn los? Alter, wie viel sind denn das? What? Tod gegen Tod. Tod gegen Tod, ich bitte euch. Hier stinkt nach Feigling. Mach draufkloppen da. Alter, nimm mal dein Schild weg. Ah, okay. Sturm voraus! Riff das Segel! Bring sie längsseits! In den Wind! Oh no! Oh no! Ich glaube, das dürfte ein bisschen Kopfschmerzen hervorrufen. Ganz bisschen. Ganz klein bisschen. Skellige, Art Skellig. Einige Stunden später. Aber zumindest sind wir angekommen, wo wir hin wollten. That's at least something. No, no. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Das ist ein Wolfi. Fledderst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sehe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Du warst auf der Atropos, oder? Ja, ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Yennefer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Caer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst.
Yennefer von Schwengerberg. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Hä? Hat er jetzt gerade mit einem Wal verglichen? Klange dir einer. Kommt lang bei dir einer. Wie heißt du? Steingrim. Nun, Steingrim, ich mag dich nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich dir am liebsten eine runterhauen. Nur zu, Fremder. Versuch's. Au, Alter. Jetzt, hier. Was ist da los? Kann ich den in Flammen setzen? Au, geht's aber. Junge. Oh, der ist tot. Ey, aber gegen den Wolf kann ich da aber... Oh, nee. Scheiße. Ja, also effektiv... Wollte ich jetzt nicht, dass der stirbt. Kann ich hier noch was looten? Oh, ich kann hier was looten, sehr schön. Bisschen was zu futtern. Oh, und Meister-Rüstungsreparaturset. Auch nicht verkehrt. Blutmoos. Warum soll ich das denn mitnehmen wollen? Und Fell eines Weißen. Okay. Okay. Ah, oh, das dürfte sogar eine bessere Armbrust sein, als wir jetzt haben. Weil wir haben ja noch die absolute Anfangsarmbrust. Aber ich nehme die ja meistens immer nur zum... Oh, da war was Krasses drin. Zum Pullen oder sowas. Warte, ich muss gucken. Das haben wir, glaube ich, neu bekommen, ne? Oh, Aschenrune. Ist sogar besser, oder? Schatz zum Einfrieren. Also, die macht jetzt mehr Schaden, ne? Plus 64. Kritische Trefferbonus. Ist nur noch 5%. Kriegen ein bisschen mehr Erfahrung durch Humanoide. Chance auf Verstümmeln. Nehmen wir das? Wie sieht das aus? Sieht das cool aus? Ich habe das Gefühl, dass die bisher alle gleich ausschauen, ne? Total schwertrassistisch. Hier. Ich denke, was die gleich ausschauen. Okay, never mind. Warte mal, die Armbrust. Die Armbrust können wir hier reinpacken. Sweet and easy. Soll ich da auch wieder ein paar Runen reinhauen? Chance auf Verbrennen. Oh, scheint, glaube ich, schon eine bessere zu sein, oder? Ja, stimmt, es scheint eine größere zu sein. Ja, gut, dann hauen wir die mal drauf. Kann ich zwei derselben Art? Oh, geht sogar auch. Sweet. Chance auf Taumeln und Vergiften. Nehmen wir noch Vergiften dazu, oder? Ja, nice. So, wie schaut das Schwert denn jetzt aus? Ich muss mal schauen. Kann das auch anders leuchten? Oder ist das immer nur standardmäßig, wenn man eine grüne Rune drin hat? Ich weiß es nicht. Toll, einfach den Wolf töten. Ja, sorry. I mean, what can I do? Er hat zuerst in meine Richtung geschnappt. Something like that. Oh, warte mal. Hundeteil. Ah, wow. Also dafür, dass der jetzt vorher hier alles gelootet haben soll, der Typ, hat der echt nicht viel dabei gehabt, ne? Ich weiß immer nicht, was ich mit dem Blutmoos hier anfangen soll. Was ist denn da hinten? Oh. Warte mal, ich will mal ganz kurz schauen, was da hinten ist. Das sieht mir irgendwie aus wie so ein Kraftstein eigentlich, ne? Ist vielleicht auch einer? Hier haben wir so Harpienviecher. Gedöns. Magie. Ein Ort der Macht. Ah, es ist sogar wirklich einer. Guck mal. Sweet and easy, Freunde. Sweet and easy. Kann ich hier auch noch was looten? Oder muss ich die dafür fighten? Kann er einfach ganz schnell looten und dann weglaufen. Komm, loote. Loote ganz schnell. Wobei, hässlicher kann... Bastard. So. Alter. So, jetzt könnte man... Oh. Was sind das? Die Reden sind das, okay. Aha! Huh. Ja, immer schön drauf da! Alter, da hast du echt da überlebt? Warte mal, ich kann doch bestimmt hier Axi nehmen, oder? Dann kommen wir runter, oder? Dann runter, du! B, C, D. Oh, Alter, ich will dich töten! Also irgendwie. Warte mal, ich muss doch dann wieder das hier auswählen, ne? Die sind gar nicht mal so unstrong. Ah, aber ich kann die mit runterholen. Bam, Jung! Oh yeah, uncut, glaube ich. So, mal kurz nachladen. Oh, ich habe die runtergeholt, guck mal.
Hier, brennen! Ja, brennen, also Feuer scheinen die auch nicht so gern zu haben. Alter. Muss doch irgendwie wieder was essen. Moment. F. So, lad mal nach. Mach schneller, Jung. Ach nee, da oben. Komm ich doch nicht ran. Oh, jetzt, Freunde. Let's get down to business. Oh, Kopf ab. To defeat the Siren. Something like that. Ja, jetzt dürfen wir aber hier in Ruhe looten können. In theory. Weil hier gab es, glaube ich, noch. Was höre ich da? Achso, das ist nochmal der Stein, ne? Nochmal der Stein. Kann ich hier auch mal auf Schiff nochmal drauf? Das wäre vielleicht auch nochmal das Cool. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt alles. Alles einfach nur vom Schiff geflogen ist. Kann ich hier nochmal runter? Ach, das ist abgeschlossen? Yo. Okay, also effektiv scheint wirklich alles vom Schiff runter. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Um Zerstören eines Monsternests brauchst du eine Kartesche, Samum oder die Bombe Tanzender Stern. Kann ich den einfach anfackeln? Reicht schon mal nicht. Ist da noch was drin? Naja, ich habe keine Bomben, Freunde. Oder? Hab ich irgendwie vielleicht eine Bombe irgendwo gelootet? Durch Zufall? Wo werden die denn gelagert? Nicht hier, oder? Glaub nicht. Was ist das denn? Wolfstunde. Okay. Die musst du herstellen aus dem Loot. Ja, gut. Kann ich, warte mal. Müsste hier dann sein, ne? Alchemie. Bombe. Kartesche. Alle Teile vorhanden. Also ich könnte. Komm, wir stellen die mal her. Ich will mal gucken. Ich will mal gucken, was ich dafür bekomme. Wenn ich das mache. Muss ich jetzt hier auch weg oder sterbe ich dann? Sterbe ich nicht. Hässlicher Bastard. Was, nur 20 XP? Krieg ich sonst noch? Hä? Bist du denn? Bist du da gerade rausgekommen? Ja, brenn! Freund! Wow. Ich hasse es immer. Immer schön Drifter. Vor allem, alles vollkommen in Ordnung, ja. Flügel angesenkt, aber er kann trotzdem noch fröhlich weiterfliegen. Und vor allem auch nochmal unter Wasser. Unter Wasser auch noch ein bisschen. Und er gab 50? Ist das irgendwie so ein Endboss gewesen? Kann ich looten? Warte mal, ist das irgendwas Krasses? Das war hier so ein Mutagen, ne? Muss man heute mal schauen. Was bringt das? Zeichenintensität. Alchemie? Das ist aber besser. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir da später nochmal irgendwas für finden. Kann ich jetzt irgendwie aus dem Nest irgendwas looten? Bin immer noch mal schauen. Ganz fix. Und wissen wir zumindest mal, wie wir mit zukünftigen Nestern verfahren. Weil so krass viel XP gab es jetzt nicht, oder? Ah, warte mal, hier kann ich doch was looten. Ah, Moment. Hey. Oh! Striebock, Runenstein. Großer sogar. Ja, gut. Hat sich jetzt trotzdem nicht so heftig, deftig, lohnend angefühlt, oder? Weiß es nicht. Begerbtes Drakonitenleder. Hört sich zumindest mal sehr, sehr selten an. Achso, ich habe da noch was gefunden gehabt, ne? Hier, das hier. Kritische. Oh, wobei. Ist plus minus. Ist einfach nur mehr Rüstung. Mehr ist das nicht. Die anderen Sachen sind alle identisch. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es beides Assassinen-Handschuhe sind. Vielleicht daran. Na gut. Na gut. Oh, 5% auf Taumeln? Oh, das ist schon.
Also, ist jetzt vielleicht nicht meine Lieblingsrune. Aber 5% ist schon heftig, oder? Haben wir noch was Krasses? Warte mal, Axi. Ich benutze halt hauptsächlich Igni, ne? Pack eine Rune auf die Handschuhe. Ja, aber ich will jetzt nicht einfach irgendwas darauf packen. Stehst du? I don't want to. Wo muss ich denn jetzt eigentlich? Warte mal, hier kann ich auch noch was looten, ne? Ja. Ein Monsterohr. Ist das einfach nur ein Ohr von einem Monster oder ist es einfach nur monströs groß? Oder was sind jetzt Plötze? Oder sind jetzt alles Plötzes? Nee. Kann ich den jetzt reiten? Oh, ich kann sogar das fremde Pferd reiten? Ja, warum nicht? Was ist das hier? Das ist langsamer. Gehe ich jetzt auch nochmal looten oder eher nicht so? Ich glaube eher nicht so, ne? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen nach oben hin, ne? Kein Schnellreisepunkt da oben. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich noch ein bisschen reiten, Freunde. Nützt alles nichts. Aber machen wir jetzt zumindest mit einem fremden Pferd. Ja. Dann ist alles nicht so schlimm. Wir schonen Plötze ein bisschen. So, hier haben wir auch nochmal Schnellreisepunkt. Können wir direkt alle mitnehmen. Hier ist auch noch ein Pferd. Ach, das ist, glaube ich, Plötze, oder? Nee. Hä? Mach langsam. Steht einer drin in dem Pferd? Alter, bist du ekelhaft. Was machst du mit dem Pferd da? Hör auf zu brüllen. Ich wusste, klauen? Dass er sein Langschiff nie fertig kriegt, wenn er sich ständig volllaufen lässt. Komischer Typ. Komischer Typ. Und was der mit Pferden macht, das ist noch viel, viel komischer. I don't know. Sie zünden Laternen auf langsam. Silberohrringe vom Festland vielleicht. Wenn meine Rete was vom Festland will, gehe ich auf Raubzug. Ich verkaufe, glaube ich, drüben, wo ich hin muss. Vielleicht gibt es da noch mal irgendwas zum Verkaufen. Ich gehe mal davon aus. Das sah so ein bisschen aus wie so eine Stadt oder sowas. Wobei. Was ist denn das? Ein Schloss oder was? Da muss ich überhaupt hier. Warte mal, ich glaube, ich muss hier gar nicht hoch, ne? Sieht aber auch cool aus. Sieht ein bisschen cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Schwarze Wacht. Auf der Mauer, auf der Lauer. Eine kleine Wanze. So, hier unten müssen wir hin. Vielleicht stecke ich mal das Schwert weg. Ich weiß nicht, wie gut das immer ankommt, wenn ich hier mit gezogenem Schwert hingehe. Hafen von Kehr, Trolde. Los. Darum. Wir müssen zum Hafen und König Bran verabschieden. Zum Spielen ist heute nicht die Zeit. Not? Der ist eines Königs tot. Im Gegensatz zu Hallo, Zeit Freunde. Bei den Leben. Also wenn ihr noch langsamer geht, dann geht ihr rückwärts. So ein bisschen angelehnt an die Wikinger, ne? An die Wikinger. Die haben ja auch immer ihre Toten irgendwelche Schiffe gepackt. Dann angezündelt. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Es geht die Mitte drauf, oder was? War wahrscheinlich eine Angestellte von ihm. Scheint ja auch so ein bisschen Brauch gewesen zu sein bei den Wikingern. Jetzt werden die beide angezündelt und dann kann sie ihn dann quasi auch in Valhalla bedienen. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Ach, oder das ist auch? Ihre Entscheidung. Never mind.
Also wenn es nicht so grausam wäre, wäre es schon fast ein bisschen romantisch, oder? Aha, den Arsch kenne ich doch. Also. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden am Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du riechst wundervoll, okay. Wir haben eine Mission, Freunde, und das ist nicht unbedingt Ciri finden, sondern ihr wisst, glaube ich, was. Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Oh yeah. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Oh. Sie haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Erstmal ein Date ausmachen. Gehst du zum Leichenschmaus? In Stimmung. Also, ich weiß nicht, ob man in Stimmung sein muss für Essen. Kostenloses Essen. Oh, okay, das nehmen wir. Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen. Wie wär's mit einer einsamen Hütte am Strand? Ich möchte mich dort mit dir 1 Woche lang einschließen. Was sollen wir da 1 Woche lang machen? Ich hätte da ein paar Ideen. Die mit dem Seil, das du für deine Trophäen verwendest? Das klingt interessant. Oh, die kann Gedanken lesen? Oh, oh, oh. Nicht an Triss denken, nicht an Triss denken, nicht an Triss denken. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Ah, okay. Alrighty. Vielleicht geht's ja doch ein bisschen zügiger als gedacht. Ist keine einsame Hütte da. Hast du was in Velen herausgefunden? Oh, ich will ehrlich gesagt gar nicht mal so viel über Novi gerade erzählen, weil da habe ich ja mit der Triss. Ich sag, glaube ich, gar nichts. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Ah, krieg ich bestimmt hin, oder? Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Wow, also keine Woche unsere mit. Unsere einsame Hütte muss wohl noch warten. Wir brauchen Krach an Kret auf unserer Seite. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an.
sie etwas an, das nicht nach tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Mal gut, dass wir noch einen Wams haben, jetzt haben wir ein komplettes Outfit. Was wir ja auch bei der Trist verwendet haben. Hoffentlich riecht das nicht noch nach ihr. Das wäre doof. Und Shizu, Prime TV, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch da bist. Freut mich sehr. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. So, jetzt muss ich aber mich umziehen, oder? Wobei, ich glaube, ich reite erstmal hoch, oder? Müssen jetzt... Blass. Ich wirke blass. Gesoffen. Bitte beruhigen Sie sich. Ich muss mal schauen, wo muss ich... Lang lieber... Nee. Ist das jetzt das Schloss da oben? Muss ich erstmal hier außen rum? Kann möglich sein, oder? Ah, nee, ich soll zuerst... Ah, okay, ich soll zuerst in die Gemächer. Das heißt, wir gehen da, glaube ich, zuerst hin. Ja, wir müssen jetzt wieder lieb sein. Freunde, müssen mal kurz weilen. Hilfst du einem Mann in Not? Nein. Lass dir Brüste wachsen, dann helfe ich dir. So. Skellige. Lass dich mal durch, Freunde. Beweg dich. Was guckst du denn so? Wie soll ich denn sonst gucken? Bitte dich. Wobei, reite ich hier gerade richtig? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht... Ich reite definitiv nicht richtig. Wieder da, willkommen zurück. Kennst mich überhaupt noch? Du warst doch, du bist doch, höchstwahrscheinlich, ein Kumpel von Dave, oder? Bin ich da jetzt falsch? Aber war es nicht Markus oder so? Oh Gott. Kein Möglichkeit, dass ich falsch liege. Es tut mir leid. Na, schon ewig hier. Wo willst du gewesen? Hin? Oh Gott. Schon. Ja, ganz so Paradies. Muss fertig sein. Sonst schickt Krach uns mit Bran auf die Reise. Ich habe meine beste Stute geopfert. Oh. Es war eine Ehe. Wie gut mein Gedächtnis immer ist, ne? Und das wird sie auch in Bran toll, dieses Schwert. Unser tapferer König. Alter, labert doch mal nicht so viel, Freunde. Ich kann doch nicht meine eigenen Gedanken hören. Wobei, wenn jetzt hier Triss hier untergebracht ist, wobei, ne? Ja, das muss Jens Zimmer sein. Gebracht ist. Sie hatte es immer schon gern geräumig und luxuriös. Dave braucht man nicht. Okay, I see. Oh, Moment. Also das hat mir Triss nicht angeboten, ja? Okay, so, jetzt müssen wir uns mal doch umziehen. Machen wir jetzt auch mal. Also bei Triss musste man da richtig tief in die Tasche greifen, ja. Richtig tief in die Tasche greifen. Vor allem ist das nicht dasselbe. Das war doch das, was wir ja gekauft hatten, ne? Das haben wir jetzt hier einfach for free bekommen. Ne, war das überhaupt das? Ich meine schon, oder? Wie schaut denn das aus? Oh Gott! Oh, das hier? Ne, ich glaube, dann sind wir hiermit schon ein paar Mal schon gut mit. Wie schaut es hosentechnisch aus? Na gut, sieht man jetzt ja gar nicht mehr, ne? Also ist eigentlich egal, welche Hose wir anziehen. Wobei das finde ich, das sieht ein bisschen aus nach Pantoffeln. Ich glaube, da ziehen wir wieder unsere Stiefel an. Also, das ist beides nicht so das Optimale, ja. Das ist nicht das Optimum. Und die Handschuhe, glaube ich, können wir einfach ausziehen. Die muss ich dann dringend noch verkaufen. Oh! Also, immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine. Oh nein. Was ist Yennefer eigentlich für mich? That's a very good question. Warte mal, welches Pferd kann ich jetzt hier nehmen? Warte mal. Bist du mein Pferd gewesen? Ich nehme mich jetzt einfach mit. Treiber. Bitte beruhigen Sie sich. Solange sich keiner beschwert, ist es mein Pferd. Auch Fremdländer dürfen es gerne.